Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video. Heute gibt es mal wieder so einen kleinen Technik-Talk, denn ich habe meinen Mac Mini M1 verkauft und habe mir dafür ein Mac Studio zugelegt. Das Ganze ist jetzt 4 Wochen ungefähr her und deswegen ist es einfach mal wieder Zeit, so ein kleines persönliches Fazit oder Zwischenfazit zum Mac Studio zu bringen. Bevor ich euch so ein bisschen versuche zu erklären, warum überhaupt ich gewechselt habe und was genau ich mir dabei gedacht habe, würde ich euch kurz erklären, was meine Probleme mit dem Mac Mini M1 waren und was ich quasi in dem Mac Studio, den ich jetzt hier habe, mir reinkonfiguriert habe. Also das Problem des Mac Mini M1 war für mich einfach, dass die Daten aus der FX30 sich nicht mehr haben flüssig schneiden lassen. Ein normaler Videoschnitt war noch möglich, aber sobald es ans Color Grading ging und dann vielleicht auch mal eine Überblendung drauflegen oder noch was über die Videospur drüber zu bauen, also 2 Videospuren parallel quasi laufen zu haben, wurde es echt zäh, wurde es echt dünn und das Ganze lief einfach nicht mehr flüssig im Editor quasi, wenn man so möchte. Und man musste immer mal wieder zwischenrendern lassen, damit man wieder vernünftig arbeiten konnte. Und das hat mir so ein bisschen jetzt einen Nerv geraubt, weil das macht mir keinen Spaß. Und für mich ist einfach wichtig, dass die Dinge, mein Workflow funktioniert und dass der mir einfach Spaß macht. Da war ich einfach mit dem Mac Mini M1 an der Grenze, aber das lag gar nicht so unbedingt allein nur an der FX30, sondern es war vorher mit der A74 auch schon so. Und der Nachteil meiner Umstellung im Sommer, als ich gesagt habe, ich filme jetzt hauptsächlich mit Systemkameras, war natürlich dann der, dass die Datenmengen sich einfach enorm vergrößert haben im Vergleich zur GoPro oder Action 2. Sind das jetzt natürlich andere Datenmengen, die verarbeitet werden müssen, und das ist natürlich nicht unbedingt vom Vorteil. Nun hatte ich allerdings erwartet, dass der Mac Mini M1 da doch noch ein bisschen länger durchhält, weil wenn man so ein bisschen zurückdenkt an die ganzen Testvideos damals, als der M1 veröffentlicht wurde von Apple, das waren ja nur Lobgesänge und das war auch alles berechtigt, denn ich hatte auch super viel Freude an dem Gerät, das muss man ganz klar sagen. Aber so wie es da gezeigt wurde, dass da 8K-Material aus einer A7S III, weiß ich nicht, mit 10 Bit und was man nicht alles so einstellen kann, oder 4K 120 locker geschnitten wurde und 16 Spuren übereinander gelegt wurden und das lief trotzdem immer noch flüssig, dem ist leider nicht so. Und der ganzen Geschichte bin ich so ein bisschen auf den Leim gegangen. Und ja, naja, nach 2 Jahren den Mac Mini M1 schon quasi ersetzen zu müssen, das hätte ich mir damals nicht träumen lassen, als ich ins Apple-Universum gewechselt bin. Jetzt werden viele sagen, ja, hättest du ja keine A74 oder FX30 kaufen brauchen. Das stimmt natürlich, aber Mac Mini M1 zu haben, der ja auch Geld kostet, den kriegt man ja auch nicht geschenkt, um GoPro-Material schneiden zu können. Ja, naja, ich weiß nicht, ob das den Preis dann so oder den Hype auch so rechtfertigt. Also dabei oder bin ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Angefangen hat das aber schon im letzten November, als ich mir die A74 gekauft habe und die ersten Timelapse damit aufgenommen habe. Meine Timelapse, das wisst ihr, mache ich sehr, sehr gerne mit den Systemkameras, aber da entstehen dann einfach mal 1000 Bilder, 2000 oder auch 3000 Bilder, die ich dann im LR Timelapse entwickeln tue und die Timelapse dort dann entstehen lasse, weil man da eben halt Belichtungskorrekturen und so wieder korrigieren kann, damit das eine schön flüssige Timelapse wird, und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber mit den Bildern der A74 ging dann eigentlich das Problem schon los, denn ich habe die Kamera eingestellt auf unkomprimiertes RAW. Das kann sie halt und das gönne ich mir dann halt. Ich weiß, dass man das nicht muss und dass man den Unterschied eigentlich auch gar nicht unbedingt vielleicht wahrnimmt. Aber wenn es die Kamera mir bietet, möchte ich es gern nutzen. Das ist einfach für mich so eine Einstellungsgeschichte und kann ja nicht sein, dass ich quasi das alles anpassen muss, nur weil mein Schnittgerät das quasi nicht mehr schafft oder mein Bearbeitungsgerät das einfach nicht mehr schafft. Das es müsste umgedreht sein tatsächlich. Der einzigste Grund, warum ich zum Beispiel von unkomprimierten RAW auf komprimiertes umstellen würde, wäre aus Platzgründen, wenn meine Speicherkarte das nicht mehr hergeben würde, wenn meine SSD-Festplatten alle voll wären oder sonst irgendwas. Dann würde ich vielleicht mal runtergehen, aber ansonsten möchte ich das so nutzen, wie es mir die Kamera anbietet. Und genauso ist es natürlich auch bei meinem Filmmaterial, meinem Videomaterial. Das stelle ich auf das Maximale ein, was mir die Kamera bietet. Und da wird es einfach, oder wurde es dann einfach zäh mit dem Mac Mini M1.
Und auch im Lightroom war es nicht mehr so wirklich schön, mit den Bildern der A7 IV zu arbeiten. Wenn man da die Regler geschoben hat, musste man immer einen kleinen Moment warten, bis man die Änderung dann auch tatsächlich gesehen hat. Das war nicht sonderlich schlimm, das war nicht extrem krass oder so, also nicht falsch verstehen, das konnte man immer noch alles gut machen. Aber in Summe, Videoschnitt im Final Cut mit dem Material der FX30, LR Timelapse mit unkomprimierten RAW und Lightroom mit unkomprimierten RAW, das alles zusammen, war dann kein angenehmes Arbeiten mehr und deswegen habe ich mich entschieden, den Mac Mini M1 zu verkaufen. Dann gab es ja die ein oder andere Stimme unter meinem letzten Labervideo. Ja, aber das hat ja dann mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun. Das stimmt natürlich, da bin ich komplett dabei und das sehe ich auch ganz genauso. Aber man kann so ein Apple-Gerät halt nicht einfach auseinanderschrauben und mehr RAM reinstecken oder irgendwie eine Grafikkarte austauschen, weil die gibt es da einfach nicht. Man ist da einfach limitiert und man muss sich beim Kauf schon vorher entscheiden, was man in 2 Jahren quasi damit noch machen möchte. Weil wenn ihr euch das Gerät kauft, funktioniert das auf jeden Fall tippitoppi. Es sei denn, ihr habt schon die A7 S3 zu Hause und filmt in 8K oder was weiß ich, 4K 120, dann wird es natürlich gleich schon beim Kauf her oder vom Kauf ab weg schon schwierig und zäh. Aber das war ja bei mir nicht der Fall. Ich habe ja hauptsächlich GoPro-Material, Drohnenmaterial oder das Material aus der Action 2 verarbeitet. Und hin und wieder gab es mal eine kleinere Videosequenz aus der A7 IV oder sowas. Und das konnte und kann der Mac Mini M1 problemlos. Und auch die RAW-Files damals aus der A6600 oder aus der ZVE10 sind überhaupt gar kein Problem. Also da muss jetzt auch keiner Sorge haben, dass der Mac Mini M1 schlecht ist oder so. Darum soll es überhaupt gar nicht gehen. Sondern für mich war es einfach so, dass der Workflow dann am Mac Mini M1 keinen richtigen Spaß mehr gemacht hat. Oder mir zumindest nicht mehr, weil ich immer wieder warten musste, weil ich immer wieder nachladen lassen musste. Klar, man kann mit Proxys schneiden, das habe ich ja auch 1,5-2 Wochen gemacht, aber ja, das macht mir auch nicht so richtig Freude. Und ja, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, zu wechseln. Und ich habe dann hin und her überlegt, ob ich sogar wieder zu Windows zurückwechsle. Und die erste Entscheidung, die ich so zu treffen hatte, war, kaufe ich mir einen Laptop quasi, also ein Notebook, oder ja, kaufe ich mir wieder was Stationäres. Ich habe mir dann in der Windows-Welt so ein paar Geräte angeschaut, wo ich dachte, okay, das ist gar nicht so schlecht, aber preislich ist man da dann ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so weit weg. Und bei mir ist es halt so, dass ich eine Lifetime-Lizenz für Final Cut habe und müsste ich dann ersetzen. Also entweder hätte ich wieder die Creative Cloud abonnieren müssen, um Adobe Premiere wieder haben zu können, oder ich hätte mir eine Lifetime-Lizenz für DaVinci Resolve kaufen müssen und hätte mich dort erst noch einarbeiten und eingrufen müssen. Das wollte ich auch nicht so unbedingt, also zumindest nicht so auf Biegen und Brechen und mit aller Gewalt. Und so habe ich mich dann entschieden, doch nicht unbedingt jetzt zu Windows zu wechseln, sondern nochmal bei Apple zu schauen, was man so machen kann. Und ich habe mir dann ein MacBook 16 Zoll, also MacBook Pro 16 Zoll, konfiguriert mit einem M1 Max 32 Core mit 1 Terabyte SSD und 64 GB RAM. Und da stand dann im Apple Store eine Summe von 4.300 und ich weiß nicht mehr, 9 oder 19 Euro oder sowas. Das habe ich dann ganz, ganz schnell wieder verworfen, weil mir das einfach viel zu viel Geld ist für einen Laptop oder ja für einen Rechner. Ich habe dann hin und her überlegt, brauche ich überhaupt einen Laptop? Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass sich das bei mir eigentlich gar nicht wirklich lohnt. Weil ich sitze sowieso meistens hier in meinem kleinen Büro, in meinem kleinen Kapüffchen und schneide hier meine Videos. Und ob ich das jetzt mache mit dem Laptop, der irgendwo auf der Seite liegt, oder mit einem stationären Rechner, das ist ja dann eigentlich völlig irrelevant. Klar, ich hätte den Laptop dann aufklappen können, hätte einen zweiten Monitor gehabt, aber ja, das ist mir einfach zu teuer, ganz ehrlich gesagt, und ich glaube auch nicht, dass ich so viele Anwendungsgebiete gehabt hätte, wo ich den Laptop in die Tasche packe und mitnehme. Beruflich, also jetzt durch meinen regulären Job, mache ich keine Dienstreisen. Das heißt, ich bin jeden Abend zu Hause, kann jeden Abend hier schneiden. Und wenn wir in Urlaub fahren, dann will ich auch Urlaub haben. Dann möchte ich nicht unbedingt Videos schneiden und sowas, sondern ich sichere meine Daten. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann fange ich an, meine Daten zu sichten und zu schneiden oder Bilder zu entwickeln. Also habe ich mich entschieden, es kann wieder was Stationäres sein. Ja, und dann hat man ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Ich wollte aber unbedingt mit dieser M1-Geschichte weitermachen und habe mich dann für den Mac Studio entschieden und gleich vorweg festgestellt, ein
M1 Ultra kommt für mich gar nicht in Frage. Ich hatte mich im Vorfeld mit den Preisen nicht wirklich beschäftigt, das Mac Studio, aber ein M1 Ultra kam für mich von vorneweg nicht in Frage, denn der startet bei über 4000 Euro. Also habe ich mir die gleiche Konfiguration, die ich in das 16 Zoll MacBook Pro konfiguriert hatte, in den Mac Studio konfiguriert, war dann dabei etwas über 3000 Euro für diese Konfiguration und das war mir immer noch zu teuer. Und habe dann recherchiert, habe hin und her gegoogelt und habe dann bei Cyberport ein Angebot genau für diesen Mac Studio mit eben dieser Konfiguration gefunden von unter 2800 Euro und da habe ich dann tatsächlich zugeschlagen. Das ist immer noch wahnsinnig viel Geld und ja, verdammt teuer und ich hoffe einfach und es muss einfach länger gehen diesmal als nur 2 Jahre. Also ich wäre schon extrem enttäuscht, aber dann wäre es auch definitiv mein letztes Apple-Gerät, was ich mir gekauft habe. Wenn ich jetzt wieder nur 2 Jahre damit arbeiten kann, weil ich irgendwann mir sage, ich möchte jetzt eine neue Kamera und der schafft das dann wieder nicht zu verarbeiten, dann ist für mich echt Schicht bei Apple, zumindest was die oder die Geschichte rund um macOS angeht. Das würde ich mir dann nicht nochmal geben, würde ich nicht nochmal kaufen. Ja, jetzt habe ich diesen Mac Studio mit eben 64 GB RAM, 1 TB SSD, 32 Core M1 Max. Und ja, jetzt läuft alles so, wie es damals mit dem M1 normal war, also den Mac Mini M1, als ich mein GoPro-Material und solche Geschichten dort geschnitten habe. Das geht alles feilschnell, alles total flüssig, kein Stocken, kein Hängen und in Lightroom alles wunderbar, der Import, der Export, das fliegt einfach nur so über den Bildschirm. Es ist schon echt gewaltig, der Unterschied. Aber genauso euphorisch war ich damals natürlich auch beim Mac Mini M1, weil das war auch alles rasend schnell und ging alles super. Und am Ende des Tages stimmt's natürlich. Ich bin natürlich selber schuld, dass der Mac Mini M1 an seine Grenzen gekommen ist durch den Kauf der neuen Kameras. Aber ja, ich habe ganz ehrlich, als ich mir die FX30 gekauft habe, nicht darüber nachgedacht, ob der Mac Mini M1 all diese Datenmengen dort vernünftig verarbeiten kann. Das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Blöd eigentlich. Aber auf der anderen Seite, die Kamera hat mir vom ersten Tag an so gut gefallen, ich hätte sie sowieso nicht zurückgegeben. Also von dem her spielt es eigentlich gar keine Rolle. Ich bin so glücklich mit der Kamera und ich bin jetzt auch super happy mit dem Mac Studio. Und ich hoffe aber trotzdem, ich habe jetzt viele Jahre Ruhe. Also vorgenommen habe ich mir 5 oder 6 Jahre. Das wäre schon echt toll, wenn das funktioniert. Und ich hatte Glück mit dem Verkauf des Mac Mini M1. Ich habe ja für mein Empfinden relativ wenig Verlust gemacht, nämlich 380 Euro. Über 2 Jahre gerechnet, ich finde, das kann man schon mal so machen, das ist schon in Ordnung. Wenn man das auf einen Monat runterbricht, war das eigentlich ja dann doch ganz okay. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Nachhaltigkeit. Es ist ja nicht so, dass ich die Sachen nehme und schmeiße sie auf den Müll oder sowas oder sammle sie hier zu Hause in der Ecke, sondern ich baue, habe ich schon oft gesagt, keine emotionale Bindung zu meinen technischen Geräten auf. Ich habe die Vorgängermodelle immer wieder verkauft und damit quasi die Neuanschaffungen quasi immer so ein bisschen refinanziert. Und das hat hier natürlich mit dem Mac Mini M1 auch sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich bleibt dann immer noch eine Stange Geld übrig, die man bezahlen muss. Aber ich muss sagen, bisher auf jeden Fall hat sich das sehr, sehr gelohnt. Was ich total toll finde an dem Mac Studio, ich habe wesentlich mehr Anschlüsse. Ich brauche also jetzt nicht mehr umstecken. Ich kann quasi meine ZVE-10 ist permanent jetzt verbunden mit dem Mac Studio als Webcam, als Streamingcam, aber auch jetzt hier so, wie ihr das seht. Da nehme ich sie ein Stück vor und kann dann diese Aufnahmen hier machen. Die ist permanent verbunden mit dem Mac Studio. Ich brauche keinen Hub mehr, um meine SD-Karten auslesen zu können, denn der Mac Studio hat ein Kartenlesegerät. Das ist nicht das allerschnellste, aber es läuft sehr vernünftig. Da kann ich vorne meine SD-Karten reinstecken und schon geht es vorwärts und kann die Daten sichern. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ging mir immer so ein bisschen ab beim Mac Mini M1, weil ich jedes Mal einen Hub gebraucht habe. Außerdem habe ich vorne noch zusätzlich 2 Thunderbolt-Anschlüsse, wo ich auch mal extern was anschließen kann, schnell und Daten übertragen kann. Also das ist schon sehr, sehr gut gelöst. Da hat Apple endlich mal wahrscheinlich auch auf die User gehört. Es gibt aber auch Dinge,
oder zwei Dinge, um genau zu sein, die mir nicht so gut gefallen und ich finde, das gehört auch noch mit angesprochen. Das eine ist der Ein- und Ausschalter, der ist nämlich hinten links, finde ich total unpraktikabel und ich verstehe nicht so ganz, warum man nicht vorne die Leucht-LED als Schalter quasi gleich gebaut hat. Das wäre viel, viel angenehmer. So muss man immer hinter das Gerät und bei mir ist es so, ich muss unter dem Monitor greifen in die linke Ecke, um den Mac Studio einzuschalten. Finde ich ein bisschen nervig. Es geht, man kann das machen, ist gar kein Problem, aber schon ein bisschen nervig. Und das andere ist, der Mac Studio hat ein permanentes Geräusch. Also ich höre immer irgendein Geräusch. Ich vermute, dass das die Lüfter sind, weil man merkt auch, dass da Luft durchzirkuliert permanent. Aber das Geräusch hört sich nicht an wie ein Lüfter, der irgendwie schleift oder sowas, sondern es hört sich eher an wie ein Fieben, ein leichtes Grundfieben. Ist überhaupt nicht störend, ist auch nicht nervend, aber es gehört einfach angesprochen. Im Videoschnitt ist es mir generell sowieso egal, weil das mache ich mit Kopfhörern. Ich weiß, dass man das eigentlich nicht mit Kopfhörern unbedingt machen sollte. Ich mache es aber tatsächlich viel lieber mit Kopfhörern. Und alles andere, was ich hier mache, wenn ich Bilder entwickle oder sowas, dann habe ich meistens immer Musik laufen, da höre ich es auch nicht. Aber auch wenn alles aus ist, ist das kein störendes und nervendes Geräusch, aber es ist wahrnehmbar. Man hört es halt einfach und wundert mich ein bisschen, weil der Mac Mini M1 war natürlich total ruhig, den hat man überhaupt gar nicht gehört. Hier hört man ein bisschen was, ich habe aber sonst noch nichts weiter wahrgenommen. Also, dass irgendwelche Lüfter plötzlich schneller drehen oder so, weil sie mehr kühlen müssen, war bis jetzt noch nicht. Klar, wir haben jetzt auch keinen Hochsommer, hier drin sind keine 28 Grad oder sowas, also von dem her muss er natürlich vielleicht auch gar nicht so kühlen. Bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ansonsten muss ich sagen, macht das Gerät wirklich einen super Job. Wie schon gesagt, habe ich damals beim Mac Mini M1 auch gesagt, alles super, alles toll und nach 2 Jahren war dann Laufzeitende erreicht für mich. Ein bisschen schade. Schön wäre natürlich, wenn man das Ding aufschrauben könnte und die SSD erweitern könnte oder eben halt ein bisschen RAM dazu stecken könnte, aber da ja alles in dem Chip integriert ist, geht das halt nicht und ist halt so bei Apple, was da halt schade ist, dass sich Apple jeden einzelnen Gigabyte extrem, extrem hoch bezahlen lässt, sei es beim RAM oder sei es bei der SSD. Das sind keine Preise mehr, das sind Mondpreise, das ist Wucher, das ist eigentlich absolute Abzocke, aber was will man machen? Ne? Und ob bei Windows dann alles wieder besser gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Von dem her fühle ich mich jetzt erstmal so gut aufgestellt. Ob die Entscheidung richtig war, werde ich in 2-3 Jahren wissen, wenn das Ding dann immer noch problemlos meine Sachen bearbeiten und ich damit arbeiten kann, dann ist alles gut. Dann habe ich alles richtig gemacht, hoffe ich. Und wenn ich aber dann wieder Laufzeitende erreiche, ja, dann wäre ich schon sehr, sehr enttäuscht, aber dann wäre für mich auch, wie gesagt, die Apple-Geschichte macOS wäre dann für mich beendet. Ja, ich hoffe, dieser kleine Erfahrungsbericht war für euch interessant. Ich wollte euch einfach so ein bisschen darstellen, was die Gründe für den Wechsel waren. Soll keine Rechtfertigung gewesen sein, sondern einfach nur, damit ihr es mal gehört habt, warum oder wie genau der Mac Mini M1 seine Leistungsgrenze bei mir persönlich erreicht hat. Das kann bei jedem natürlich auch anders sein. Hier war es halt einfach so und ich habe mich dann entschieden zu reagieren und nochmal ein Update zu wagen und ich hoffe, ich habe jetzt Ruhe. Ja, ansonsten hoffe ich, war das Video für euch interessant, hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel, tschüss.